oder kein Kind hat von Spiel eine Vorstellung. Das ist natürlicherweise im Kind angelegt. Das ist das, was es sofort und automatisch und vollkommen ohne Erklärung macht. Und zwar mit dem Spaß seines Lebens. Mhm. Und das ist dieser Zustand, den wir vergessen haben. Und weil wir es uns nicht mehr vorstellen können und weil wir dann sagen, ja, aber Stefan, ich muss doch Miete zahlen und ich muss doch Geld verdienen und ich muss doch das machen und so weiter. Ja, das ist das erste Ja, aber, was dich von dem Spiel abschneidet. Und ich habe erst jetzt gerade heute Vormittag ist mir so klar geworden, wir sind so tief drin in der Programmierung, dass wir brauchen einen Ausweg oder einen Punkt, wo wir aussteigen können. Und diesen Punkt können wir selbst machen. Dabei sind wir nicht auf andere angewiesen. Und das ist der Punkt, wo wir wieder anfangen zu spielen. Das heißt, wo wir das erste Mal in unserem Leben etwas anders machen, als wir denken, dass wir sollten. Mhm. Und die meisten Menschen verkennen die Kraft und das Potenzial von dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe.